Ja, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir wollen heute mal mit den beiden Grundangeln und wollen wir heute mal mit Futterkorb angeln. Dafür müssen wir hier, also es ist die Montage, schaltet man, ich guck mal gerade, genau ab 35% schaltet man die frei. Die Futterkorb-Montage und die wählt man quasi hier. Wenn man auf der Grundroute ist, wählt man die aus. Und dann seht ihr, haben wir hier so einen kleinen Futterkorb. Und dann muss man quasi die Montage hier nochmal neu anpassen. Hier kommt quasi, habe ich jetzt einen 30 Gramm Futterkorb, habe ich jetzt genommen. Hier würden dann die Bälle reinkommen. Da muss ich jetzt gleich nochmal ein paar von herstellen. So, hier kommt quasi der Haken. Dann nehme ich jetzt hier mal den S6 Haken, den runden Haken nehmen wir mal. Und dann würde ich hier Knoblauchteig nehmen. Für die Grundroute. Und ja, und dann ist quasi die Grundmontage so fertig. Dann gehe ich nochmal fix auf die andere Route. Wähle hier auch die Grundmontage aus. Also die Futterkorbmontage. So, hier auch ein Futterkorb. Hier auch noch einen Ball. Wir stellen auch gleich noch ein paar Bälle her. Und hier würde ich jetzt auch den S6 haken. Und hier wieder den Knoblauchteig. So, und jetzt könnten wir quasi, kann ich euch nochmal kurz zeigen. Also für den Knoblauchteig ist jetzt der letzte, den ich freigeschaltet habe, bei 35%. Guck mal, ob ich hier noch was habe. Glaube ich alles schon. Genau, hier kommen die Knoblauchzehen rein. Könnt ihr auch, wenn sie denn verfügbar sind, an den jeweiligen Seen kaufen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall hier einmal das Öl. Glaube ich, so ein Sonnenblumenöl. Genau, nehmen wir zweimal mit. Und dann brauchen wir noch, muss ich mal einmal kurz schauen, ich glaube Mehl. Schauen wir mal kurz hier. Brauchen wir hier Myka, genau. Hier kommt quasi das Sonnenblumenöl rein. Und dann brauchen wir noch einmal Myka. Myka ist auch ganz einfach zu finden. Einfach der gelbe Mehl hier. So. Und dann kann man hier quasi anfangen, Knoblauchteig zu machen. Kann auch fehlschlagen. Muss man dann immer mal schauen. So, ich hoffe, der klappt jetzt. Ja, hat geklappt. Hat auch gleich 0,2 dazugegeben. So, dann machen wir nochmal. Zweimal ein, also wir haben noch zwei Knoblauchzehen, das ist in Ordnung. Haben wir erstmal genügend Knoblauchteig. Und damit wollte ich dann bei euch mal so ein bisschen auf Grund gehen, auch so ein bisschen Braxen angeln. Ich werde mal zwei Stellen ausprobieren. So, und jetzt brauchen wir quasi fürs Anfüttern, müssen wir zum normalen Shop gehen. Ich habe jetzt erstmal so einen gebogenen Haken genommen. Ich denke mal, der ist ganz gut. Zum Grundangeln. So, und jetzt gehen wir. Gucken wir mal. Tauwurm ist übrigens schon wieder ausverkauft. Was wollte ich jetzt? Wir brauchen die Zutaten. Die gibt es hier. Also, ihr müsst einmal eine Zutat aus der ersten Kategorie, zweiten und der dritten nehmen. Ich habe hier noch nicht so viel freigeschaltet. Ja, anfüttern ist halt nochmal ein extra Skill, den man skillen muss. Das ist halt nicht Naturköderherstellung, sondern das ist dann halt. Ja, ein anderer Skill. Wir haben hier einmal Ground Crackers oder Semolina. Ich nehme jetzt mal die Ground Crackers. Mal dreimal. Gehen wir einen Schritt zurück. Hier haben wir jetzt auch nur entweder Millet Porridge oder Bloodworms. Bloodworms kostet 1,25. Millet Porridge 0,52. Können wir mal Bloodworms nehmen. So, und dann brauchen wir einmal noch ein Öl. Haben wir hier einmal Vanille. Oder hier unten hätten wir jetzt Sunflower. Irgendwo war auch noch Karamell. Genau, hier ist glaube ich Karamell. Ich nehme mal Karamell. So, und dann geht ihr quasi hier, wenn ihr bei N seid, hier durchschalten und dann seht ihr hier die Anfütterbällchen. Dann wählen wir das hier einmal aus. Jetzt noch zwei gekauft, okay.
So, und dann mischen wir das mal zusammen, unsere Bällchen hier. Hat auch funktioniert, jetzt sind wir bei 2%. Also der Skill, ja, das dauert wirklich ziemlich lange, bis man den hochskillt. Ist auch ein bisschen kostenintensiv, finde ich. So, haben wir auch. Ich glaube, wir haben jetzt keine. Hier fehlt jetzt die Zutat. Da genau, dann muss das erstmal reichen. So, und wenn ihr jetzt die Grundroute rausnehmt, ich guck mal gerade, ob ich die hier mal kurz anpassen. Doch 1 und 2. Seht ihr auch gleich den Futterkorb hier dran? Müsste hier der Futterkorb, das ist das kleine Ding da vorne. Jetzt seht ihr, haben wir hier oben. Ja, hier haben wir jetzt den Knoblauchteig ausgewählt. Und hier unten hätten wir jetzt die Bällchen. Machen wir erstmal die beiden alle und dann nehmen wir die anderen. So, und dann gehen wir mal zu einer kleinen Stelle, wo man Braxe auch ganz gut fängt. Das ist auch nicht so weit weg hier. Wetter, Sonne ist, denke ich mal, erstmal okay. Ist halt hier in der Nähe vom Zeltlager. Wie gesagt, die Aalstelle ist auch gut zum Grundangeln und Braxen gibt es da auch. Also ich denke mal, die Aalstelle, die übliche, die ihr auch schon in meinen Videos gesehen habt, ist auch nicht schlecht. Kann man auch gut angeln. Und dann gucken wir mal. Im Grunde genommen stehen wir eigentlich fast gegenüber. Na gut, nicht ganz. Die Aalstelle ist da hinten so ein bisschen weiter rechts. So. Und dann holen wir mal unsere Grundruten raus. Ich habe jetzt erstmal nur zwei. So, ja, schmeißen wir mal so 60%. Ja, die fliegt immer in alle möglichen Richtungen hier. Und habe ich jetzt noch nicht wirklich viel geskillt. Das meiste habe ich halt in Pose. Dann haben wir die zweite Grundrute. Nochmal 60%. Ah, die fliegt jetzt hier so halbwegs vor uns Schilf. Ja, und dann würde ich sagen, genießen wir das einfach mal hier, die schöne Natur, die schöne Landschaft. Und beobachten jetzt einfach mal die beiden Grundrouten, was da jetzt so drauf geht. Wie gesagt, mit dem Futterkorb lockt man auch mal einen größeren Schwarm an oder halt auch mal ein paar größere Fische. Ist halt ein bisschen attraktiver, als wenn ihr, sag ich mal, ohne Anfüttern das macht. Ja, übrigens, wir hatten auch letztens im Stream das nochmal geklärt. Also es gibt keinen Fischdruck in dem Sinne. Und es hängt jetzt auch nicht unbedingt davon ab, wie viele Spieler sich in einem Bereich aufhalten. Also dass jetzt quasi ein anderer Spieler eure Fische da irgendwie wegangelt. Das ist halt quasi in diesem System, ist das alles so ein bisschen berechnet. Und das geht halt weltweit. Also es ist auch egal, welchen Server ihr da spielt. Wenn ihr jetzt denkt, so ja, Server 3 ist jetzt angenehmer oder da sind weniger Leute, fängt man bessere Fische, ist halt Quatsch, weil das wird insgesamt berechnet. Und wenn Spieler insgesamt, sag ich mal, eine Stelle oder einen bestimmten Reich des Sees beangeln, wird das quasi durch das, ja, durch das Wirtschaftssystem auch ein bisschen geregelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt so quasi jetzt mega viel Fischdruck entsteht und da jetzt gar nichts mehr beißt. Also ich habe das auch teilweise schon gehabt an der Aalstelle, dass da 13 Leute im Chat waren und ich habe trotzdem meine Aale gefangen. Also das ist. Hatte Dennis auch nochmal klargestellt im letzten Stream. Der Stream-Mitschnitt ist ja auch hochgeladen. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. So, hier haben wir jetzt zum Beispiel schon einen Biss. Drückt uns mal die Daumen, dass da was Größeres ist. Nochmal die Bremse ein bisschen höher hier. Na, was haben wir da? Ah, gut, ein Karausche. Ja, Grundangel braucht ihr euch auch nicht so wahnsinnig viel XP erhoffen. Grundangel ist eher ein bisschen, also ist halt das Geringste, was ihr an XP verdient. So, dann genießen wir mal schön die Natur. Vielleicht beißt ja noch was. Und ihr müsst immer gucken, wenn ihr die Rute reingeholt habt, können wir gleich nochmal machen. Wenn nochmal ein Biss ist. Ja. Glocke ging schon wieder ein bisschen. Dass ihr beide Köder ausgerüstet habt, ne? Also, dass ihr einmal den Teig ausgerüstet habt, beziehungsweise ja, den Köder, den ihr da drauf habt, und dann einmal den Futterball. Hier schwimmt auch schon wieder einer. Oha, da geht die Bremse schon ein bisschen stärker.
Und versuchen mal langsam reinzuholen. Oh, der ist schon ein bisschen größer. Gucken wir mal, was das ist. Auch nochmal eine Karausche. Bisschen größer. So, hier seht ihr, der Ball ist noch aktiv. Also der Anfütterball, der braune, braucht ihr erstmal noch nicht erneuern. Ich denke mal, es gibt bestimmt auch noch, also ich denke mal, anfüttern mit dem Futterkorb, da gibt es, wenn man später auch noch die anderen Zutaten freischaltet, kann man, denke ich mal, auch ganz gut noch bestimmte Fische anlocken. Ich habe jetzt erstmal nur die Standardzutaten, die man halt von Anfang an hat. Und der Dennis hatte zum Beispiel auch gesagt, dass Anisöl halt auch sehr gut geht. Also, gucken, was wir jetzt haben. Vielleicht mal eine Praxe. Wieder ein Karausche. Ich schmeiß mal so ein bisschen hier geradeaus rein. Ja, müssen vielleicht auch mal ein bisschen weiter werfen. Dass wir da eine Praxe kriegen. Ja, also Anisöl ist zum Beispiel ganz gut für Praxen, hat er gesagt. Das schaltet man aber auch erst später frei. Ich kann mal kurz gucken. Nee, das sehen wir hier nicht. Chart. Sehen wir nur im Shop, genau. Da gibt es ja dann auch so Stufen, seht ihr hier. Das ist der Skill. Gibt es dann halt Stufe 2, 3, 4 bis Stufe 12. Und dann kann man da allerhand zusammenmixen. Wie gesagt, wir werfen gleich nochmal ein bisschen mehr auf den See rauf. Kann ich ja mal maximal auswerfen. Warten jetzt mal noch ein Biss ab. Da haben wir auch schon wieder ein Biss. Echt ganz gut hier. Das ist das wieder eine Karausche, wieder eine Karausche. Ich schmeiß mal hier so ein bisschen mehr, so volle Kanne jetzt mal auf den See. Ah, der ging schon schön weit, das ist gut. Praxen stehen ja auch ein bisschen weiter weg. Sind ja nicht so dicht am Ufer jetzt unbedingt. Also Praxen werden abgekürzt hier mit NEW. Und dann gibt es halt noch die jungen Praxen oder auch Brassen genannt. Und die jungen Brassen, die geben auch richtig gut XP und auch Geld. Gehen halt 700 ist dann, glaube ich, so zwischen 600, 700 ist dann ein Trophy. Ne, da hören die jungen Brassen dann quasi auf und dann ist quasi die zweite Kategorie die normalen Brassen oder Braxen. Ja, was ich euch auch noch sagen kann, das letzte Video, wo ich da quasi mit Jighead immer die Route so bewegt habe, ne, so gejiggt oder auch getwitcht habe, das macht lieber nicht. Das haben wir jetzt nochmal getestet. Das geht sehr stark auf die Abnutzung der Spule, der Schnur und auch der Route. Und am fünften See, wo die Forellen sind, am besten halt Faulenzer-Methode, also Stop and Go. Oder halt mit einer bisschen niedrigen Geschwindigkeit vielleicht durchziehen. Und dann fangt ihr auch die Fische ganz gut. Und da nutzt das natürlich nicht so stark ab. Wenn ihr später mit Wobblern oder mit Casting-Routen angelt, dann ist das was anderes, weil dann könnt ihr auch die rechte Maustaste benutzen. Und dann kann man das Twitchen halt auch sehr gut damit machen. Aber bei der Spin-Route hängt auch vom Köder dann ab, könnt ihr halt den rechte Maustaste nicht wirklich nutzen, weil das halt sehr stark anschlägt dann. Aber bei den anderen Ködern bzw. den anderen Routen, die noch kommen, die Casting-Route und die Jerkbait-Route, da könnt ihr die rechte Maustaste dann benutzen. Da bin ich jetzt noch ein bisschen entfernt, also es dauert bei mir noch ein bisschen. Aber dann kann ich euch das auch mal zeigen. Und da seht ihr dann richtig, dass ihr dann so leicht mit der rechten Maustaste so twitchen könnt, ne? Also, das ist dann dafür auch vorgesehen, ne? Gerade bei den Casting-Routen, die haben ja auch eine Casting-Rolle drauf.
Und die ist natürlich dafür auch gemacht, dass die halt durch das Twitchen die Schnur und halt auch die Rolle nicht so stark abnutzt. Mal gucken, ob wir noch eine Praxe fangen hier. Der hat mir jetzt, glaube ich, nur Karauschen hier. Alles Karauschen. Ich muss mal gucken, kann auch sein, dass der eine Futterkorb schon wieder alle war. Ich guck mal kurz. Ja, hier ist der Futterkorb. Alle, die holen nochmal rein. Dann machen wir mal die neue rauf. Mal ein bisschen die Spannung runter. Geschwindigkeit mal. Geschwindigkeit könnt ihr übrigens ganz hoch machen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel den Biss habt, geht er eh auf die maximale Geschwindigkeit. So, dann nehmen wir jetzt mal den anderen Ball hier. Schmeißen nochmal einmal komplett raus. So, und dann gucken wir mal. Es kann gut sein, dass deswegen jetzt kein Biss war. Weil jetzt natürlich der Futterkorb leer war. Hier gucken wir auch nochmal rein. Auch schon wieder alle. Auch nochmal reinholen. Erstmal die Geschwindigkeit erhöhen. Könnt ihr ruhig maximal machen. Bremse können wir ein bisschen runter regeln wieder auf 16. Könnt die Bremse auch ganz niedrig stellen, sodass der, wenn ihr jetzt mal mit Pose noch angelt, dass der Fisch erstmal sich ordentlich Schnur nehmen kann. So, hier jetzt nochmal den Ball auswählen und dann schmeißen wir hier mal so mal 70, 80%. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall in den Anfütterbällchen habe ich jetzt Karamell drin. Auf jeden Fall ein bisschen süßlicher. Ne, für die Praxen, die mögen das auch ein bisschen süßlicher. Wenn da so ein schönes, süßliches, ja, so schöner süßlicher Geruch im See ist, beziehungsweise sich da verteilt, sollten wir jetzt auf jeden Fall vielleicht Erfolg haben. Ball ist alles noch drinne. Hier gucken wir auch nochmal. Mit G könnt ihr hier reingucken. Dann gucken wir einfach mal. Also Dennis hat auch gesagt, übertreibt das nicht mit der Größe des Hakens, weil einige Fische halt, ja, desto größer der ist, nicht klarkommen. Also größer ist übrigens nicht die Zahl, wenn die nach oben geht, sondern größer ist, wenn die Zahl nach unten geht. Also S16 zum Beispiel ist der kleinste Haken und S1 ist dann von der Reihe her der größte und dann geht das quasi mit 1-0, 2-0 immer weiter nach oben. Aber so einen großen Haken braucht ihr hier erstmal nicht. Also lieber ein paar kleinere nehmen. Und halt auch für den Fisch angepasst. Also zum Beispiel hier der runde Haken, den ich hier dran habe. Halt auch für Karpfen natürlich sehr viel. Muss man mal gucken, ob die Praxe den auch so gerne mag. Schauen wir einfach mal. Kann auch sein, dass die Praxe den roten Haken lieber mag. Also es kann auch gut sein. Muss man mal ein bisschen testen. Oh, da haben wir einen Biss. Gucken mal, was wir hier haben. Ein bisschen die Bremse erhöhen. Ist was Kleineres? Könnte eine Jungbrasse sein. Sieht auch so silbern aus. Gucken wir mal. Naja, das ist, glaube ich, jetzt die. Ist die Jungbrasse? Nee, das ist, glaube ich, die Rotfeder oder sowas. Irgendwie sowas. Nochmal 80% hier. Die Kugel ist noch drauf. Wie gesagt, wenn ihr den Futterkorb dran habt, entweder nehmt ihr da ein bisschen schwereren, kommt ihr auch ein bisschen weiter raus. Ansonsten wirft er halt nicht so weit. Ob die Kugel hier noch aktiv ist, ist noch aktiv. Ich sag, sobald der Ball alle ist, könnt ihr noch ein bisschen liegen lassen. Aber dann später auch vielleicht lieber nochmal einen neuen Ball reinmachen. Mal kurz gucken hier in der Rangliste. Jetzt hier Jungbrass ist. Ich glaube. Der ist das nämlich. Das ist, glaube ich, genau 770 Gramm. Das ist die Jungbrasse. Den haben sie hier zum Beispiel auf Zuckermückenlarven oder auf diesen Graupenbrei. Den können wir auch mal ranmachen. Hol noch mal rein. Futterkugel kann er draufbleiben.
Den Graupenbrei, den habe ich auch. Wir den einfach mal rauf und schmeißen noch mal hier vorne hin. Kriegen wir da auch mal einen großen. Ja, wie gesagt, da muss man halt mal ein bisschen durchtesten. Naja, hier auch nochmal den anderen Haken drauf machen. Den Wurmhaken. Den roten. Vielleicht beißen die da ein bisschen besser drauf. Die Liste hier. Gerade sind der Erwachsene. Arland, Wels, Gundel. Das ist, glaube ich, die Praxe. Mal schauen. Nee, das ist die normale Praxe, NEW. Die geht bis 4,3 Kilo und das müsste die Jungpraxe sein. Halt mit Normalwurm wurde er hier auch schon gefangen. Oder auch mit Mistwurm. Nochmal kurz probieren. Haben wir hier, haben wir. Manchmal müsst ihr auch mal die Routen kontrollieren. Manchmal ist da auch trotzdem was dran, ne? So, wir gucken mal kurz, tauschen das mal aus. Mal den 6er oder vielleicht den 8er. Dann nehmen wir einfach mal hier den Mistwurm. Da haben wir auch schon genügend ausgebuddelt. Und dann schmeißen wir nochmal raus. Der geht jetzt schön vor Schilf. Das könnte auch gut sein. Der ist jetzt auch Spannung. Mal, ob hier der Ball noch drin ist. Ist alles noch drin. Wie gesagt, mit V, wenn ihr die Route rausgeholt habt, könnt ihr mit V quasi in die Montage gehen und das dann direkt ändern. Da müsst ihr nicht extra auf I gehen. Das nochmal extra klicken. Mit V ist quasi der Shortcut. Na, bin ich mal gespannt, was wir fangen. Könnte man jetzt auch mal gucken, wie schnell sich der Ball hier verbraucht. Das hier irgendwo steht. Ja, jetzt heißt einfach mal ein bisschen geduldig sein. Aber wie gesagt, diese Rangliste, da könnt ihr immer schon ganz gut gucken, welcher Köder denn ganz gut geht. Einfach mal ein bisschen probieren.
kann dann nochmal die Stippe rausholen. 3. Ja, hier haben wir jetzt den S5er, den S6er. Ja, auch nochmal. Das hier ist, ich habe jetzt hier 1,50 mal 1,30. Schmeißen einfach nochmal aus. Steht der hier? Ja, doch, 1,30 ist. Ja, doch, ist jetzt auf Grund. Einfach mal die Chancen ein bisschen erhöhen. Stippe habe ich jetzt mittlerweile die Starling Stick, die 6,5 Kilo Stippe. Will mir aber vielleicht nochmal die Red Stick holen. Die hat dann 8,5. Ist halt auch ganz gut fürs Aalangeln, dass ihr da eine starke Stippe habt. Und ganz wichtig. Oh, da haben wir schon Zuppler. Na, mal gucken, der zieht gleich ab, glaube ich. Na, mal schauen. Gleich auch den Kescher dann rausholen, falls er ein bisschen größer ist. Na. Ah, starke Zuppler. Was haben wir da dran? Wieder eine Karausche vielleicht. Sagt noch, braucht ihr nicht anschlagen. Jetzt hat er den gerade gehoben. Da könnte man schon anschlagen. Oh, da haben wir was Größeres. Oha. Der reißt doch schon wieder, oder? Ah, der reißt. Der ist so groß. Okay. Also mit der Stippe ist das schon ein bisschen schwieriger. Natürlich wieder gerissen. Mensch, 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 was da alles dran beißt hier. Auf der beiden Grundangeln beißt gar nichts. Nochmal rein. Manchmal kann es auch sein, dass eine ganz kleine Prasse dran ist, aber ist jetzt gerade keine dran. Immer nochmal Knoblauchteig. Hier auf den Graupenbrei. Weiß auch irgendwie nichts. Können gleich nochmal die Pose ausrüsten. Dann nehme ich hier auch nochmal Knoblauchteig. Nochmal 80% hier. Dann nehmen wir gleich nochmal die Pose. Müssen die jetzt nochmal neu ausrüsten. Nochmal 6er Haken. Nehmen wir auch mal Knoblauchteig. 1,30 Meter haben wir hier gehabt. 20% reicht. Das war schon ein bisschen zu weit. Nochmal ein bisschen ranholen hier. Schauen wir mal, ob wir jetzt was kriegen. Ich habe jetzt mal Knoblauchteig dran. Vielleicht kriegen wir hier eine Praxe. Ja, deswegen, also Stippe kann nicht stark genug sein. Also teilweise gibt es ja auch Stippen bis 10,5. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, dann später auch eine Matchroute, wenn ihr mit 60% den Skill in Pose freigeschaltet habt. Weil der Stipproten-Skill ist gleich der Bolognese-Skill. Also wenn ihr 7 Punkte in Stipproute habt, habt ihr auch 7 Punkte in Bolognese und 7 Punkte dann später in Match drin. Also die Punkte sind nicht verschenkt. Übernehmt ihr quasi auf die anderen Routen mit. Das ist genauso auch mit der Spin-Route, das gleiche wie Casting-Route und Jerk-Route, und deswegen, die Skills sind auf jeden Fall nicht verschenkt, könnt ihr auf jeden Fall skillen, und ja, deswegen Match-Route ist schon interessant, glaube ich. Hier haben wir jetzt schon einen stärkeren Biss drauf, gucken wir mal, der kämpft auch schon gut.
Ich mal ein bisschen gegenwirken hier. Also ihr könnt ruhig bis hier hinten in den oberen Bereich rein. Da könnte auch sogar auch hier, ja, Bremse kann man schon fast zoomen, aber jetzt geht auf der Stippe natürlich was ab. Jetzt läuft das hier wieder zum Ende. Gucken wir mal, was wir hier dran haben. Die andere Grundroute geht auch schon wieder ab. Jetzt ist wieder Highlife hier. Problem ist halt nur bei der Stipproute, wenn ich da mal mit Knoblauchteig sollten da vielleicht nicht so große Sachen beißen. Schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Ja, ich glaube, er kommt schon. Muss halt lang. Oh Gott, was ist das denn? Was haben wir denn hier? Ist das eine Praxe? Gucken wir mal, mal Kescher rausholen hier. Na komm her hier. So, den Kescher schon. Ja, da haben wir eine Praxe gefangen. So sehen die aus. Das ist jetzt zwar keine Jungpraxe mehr, die ist schon, das ist schon eine normale Praxe. Die haben wir jetzt mit Knoblauchteig und dem Futterkorb gefangen. So ein bisschen hier weiter raus. Gucken, was wir hier noch dran haben. Mal die Bremse ein bisschen erhöhen hier. Ah, die Stipprute geht auch schon. Ah, den haben wir auch gleich. Wie gesagt, die Jungrassen können hier auch beißen. Das ist, glaube ich, ein bisschen größer. Er könnte auch eine Praxe sein. Aber den kriegen wir eigentlich so reingedrillt hier, oder? Auch eine Praxe. 1,38. So, die stecken wir auch weg. Jetzt gucken wir uns nochmal die Stipproute an, was hier abgeht. Schauen wir mal. Zuppelt noch. Mal schauen. Ganz leichte Zuppler. Also die Praxen kriegen wir mit der Stippe auf jeden Fall raus. Jetzt haben wir einen Hebebiss. Aber schade. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal verkaufen. Zeige euch nochmal, was der halbe Tag hier gebracht hat. Wie gesagt, so viel ist es nicht. Wie gesagt, die Praxen sind jetzt die erträglichsten. Die Karauschen, die bringen nicht so viel Geld. Und wie gesagt, probiert selber auch nochmal ein bisschen. Na, Knoblauchteig, vielleicht mal eine andere Futtermischung. Na, und dann vielleicht habt ihr auch noch bessere Stellen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr vielleicht eine bessere Stelle gefunden habt für die Praxen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Aalstelle auch ganz gut geht. Und dann werde ich mich jetzt hier auf jeden Fall erstmal wieder für die Nacht mit Tauwurm vorbereiten und auf Aal gehen. Oh doch. Oh doch. Oh doch. Okay. Karauschen haben auch schon ein bisschen was gebracht. Hier seht ihr die Praxen. 2,3 und 2 Silber. Naja, immerhin fast 7 Silber für die paar kleinen Fische. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war erstmal so meine Info-Folge oder meine Guide-Folge für den Futterkorb, was ihr ab 35% hier auf Grundangeln freischaltet. Und dann vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Anna Waterfang. Tschüss.